Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wie ihr es vielleicht sehen könnt. Ich bin heute eingeladen worden mit Marco zu den Smokebusters im Busters Paradise. Mega nice auf jeden Fall. Dankeschön. Reimt sich sogar. Reimt sich sogar. Ja, schon. Smokebusters, mega nice. Ja, mega nice. Smokebusters sind auch mega nice. Und wir möchten euch heute mal ein bisschen was anderes auf meinem Kanal vorstellen. Ich bin, glaube ich, einer der ersten deutschen Reviewer, der wohl jetzt den Elements Tobacco vorstellt. Elements Tobacco kommt von Russland. Ist vergleichbar mit Nikotingehalt und mit dem Schnitt und so weiter, mit Tangies. Ich werde auf jeden Fall noch was einblenden, das haben wir jetzt noch nicht abgefilmt, das wollen wir einfach machen. Ich bin ein ehrlicher Mensch, deswegen, wir waren einfach faul und haben einfach nur Scheiße gemacht jetzt, ne? Ja, einmal in der Aishamal Art rauchen wir in der Japona Ego 2.0 Ball. Da ungefähr habe ich auch ein Video gemacht, werde ich unten in der Beschreibung immer verlinken. Und dann zu der rechten in der Pfeife Y, was ich immer noch nicht Video hasse, ich weiß bloß das aus. Ukraine, oder? Ukraine. Ukraine kommt die in der Huyachaya Zomo Ball, haben wir auch nochmal gebaut mit drei Kohlen und dem Provost-Aufsatz. Genau, ich habe hier die OVP, ich gebe die gleichen Andi, aber vorher an dieser Stelle müssen wir ein wenig Spaß reinbringen, deswegen an dieser Stelle seht ihr mal ganz kurz, wie der liebe Andi ein Bierstick äxt. Rücken, nicht schieben! Jawohl! Wie geht's Ihnen danach? Ja, eigentlich so wie davor. Ja, okay, ihr habt es ja selber gesehen, ne? Ich bin auf jeden Fall trinkfest, ich komme vom Land, ne? Ich kann auch ein bisschen was saufen. Vom Land aufs Land, ne? Ja, genau, vom Land aufs Land. Ist nur Ali hier im Paradise? Aus dem tiefsten Mittelfranken komme ich her, vom Seenland in das oberfränkische Hochgebirge. Und das war ein leichter Kampf, ne? Mein Auto, das hat ein bisschen gestunken, wie ich auf dem Auto. Du hast einen Unfall gebaut, ne? Ja, Unfall habe ich auch noch gebaut, ja. Mein Auto ist aufgeschliffen, aber ich sag's jetzt nicht warum. Ihr dürft auch irgendwo nicht verwechseln, diesen Elements gab es ja früher Molassen, der Chef 7. Also nicht, dass er das jetzt hier vertauscht irgendwie. Ja, genau. Das ist eine andere Marke. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ne? Ja, ich das kann ist ja schon irgendwo. Chef 7 war sowas wie PX1 damals, glaube ich. Stimmt, ja, hast recht. Genau, ja. Ganz kurz auf die OVP zu sprechen zu kommen, das ist keine stinknormale Dose, wie wir es jetzt vielleicht aus Deutschland kennen, sondern es ist so eine Pappelbox. Das ist wie echt, wenn man so im Geschäft einen Stift kauft oder sowas, was wirklich edles. Das ist jetzt die 100 Gramm OVP und der kostet, glaube ich, 15,90 Euro, oder? Genau, 15,90 Euro, 100 Gramm, also etwas teurer, aber für schwarzen Tabak wie Tensche ist sowas relativ normal. Und dann hat man hier drin auch so Flyer, die ich nicht entziffern kann, weil ich leider kein Russisch kann. Echt? Privet, mein Freund! Privet, Kettelan, das ist hier ist noch Beschreibungen, zum Beispiel, da ist ein Funnel sogar abgebildet, wie man da mit Smokebox rauf Kohlen reinlegen. Das würde man in Deutschland, glaube ich, nie finden, so eine Beschreibung. Nee, man alle mit KI, meisten alle mit KI. Und in der OVP hier finde ich das eigentlich schon mal geil. Man sieht einfach, das ist irgendwas Edleres. Selbst sowas früher, sagen wir mal, All Day, und vielleicht für manche Menschen vielleicht schon. Aber es ist eigentlich eher was so für einen Genuss, sagen wir es mal so. Ja.
Ja, dieser Typ hier da drüben, eigentlich bin ich ja eigentlich nur wegen am Magen auf den Tabak kommen, der hat er nochmal mitgebracht. Vorletzte Woche war das, glaube ich, wo du mal bei mir da warst. Da haben wir den Grapefruit Pomelo geraucht, den haben wir vorhin auch nochmal geraucht. Den wollte ich eigentlich ursprünglich jetzt vorstellen, aber ja, der ist leer. Das hat sich jetzt erledigt, der ist leer, das werden wir irgendwann nochmal wann anders bringen, ne? Ja, Kaktusfeige, wie ihr sie vielleicht schon gehört habt, das ist eigentlich wirklich nur eine echt süße und frische Kaktusfeige von dem Tabak. Ist sehr authentisch, echt süß, kann man jetzt aber überhaupt nicht mit dem 187 Kaktus, Sweet Kaktus vergleichen, finde ich, weil das ist ein Dark Blend und das Sweet Kaktus ist ein Virginia Tabak. Der Geruch ist einfach krank. Der Geruch ist einfach auch. Der wurde gerade die Dose aufgemacht, das zieht schon wieder her. Richtige Süße, das ist krank. Ja, das riecht kein bisschen nach Grundtabak, muss ich an der Stelle sagen. Also es riecht ja, nur nach den Aromen, was drin ist. Also ich weiß ja nicht, ob ihr vielleicht vom Pfanner den grünen Tan kennt. Den ja, grünen Eistee. 1:1. Also riecht wirklich absolut. Ja, stimmt, genau. Ja. Müsste eigentlich was für ein Tobi sein, ne? Ja, also ich habe diesen Eistee vom Pfanner, den habe ich ja gesucht. Da trinke ich, das ist ja 1,5 Liter oder 2 Liter. Also dieser Tetrapack, der große, der ist meistens nach 2 Stunden normal tagsüber leer. Voll mit Rum, gell? Und vor, oder mit Rum, mit Captain ist der richtig geil. Ansonsten, kommt geruchstechnisch echt gut hin. Nur halt noch die schwarze Tabaknote, die ist im Eistee nicht mit dabei, logischerweise. Die finde ich auch nicht so krass raus, wie bei Attentions zum Beispiel. Es riecht fast zu 90% nur nach den Aromen. Ja, das stimmt. Dann kann man am Anfang eigentlich leider meinen, dass er mit Chili-Tabak so wie der nicht. Und er lässt sich auch echt angenehm rauchen, also ja. Im Gegensatz zu Tenches oder sowas. Tenches kann schon mal sein, dass er echt ein bisschen vom Nikotingehalt, dass er ein bisschen stärker ist. Aber der Element Tobacco, der verhält sich eigentlich genauso wie ein Virginia Tabak. Ja. Der lässt sich richtig schön weich rauchen. Er ist vom Geschmack echt schön intensiv, schön frisch. Einfach wie ein Kaktusfeige. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht der Kaktusfeige schon mal gegessen habt. Das ist eine extrem süße Frucht. Das habe ich ja beim 187 Sweet Kaktus Video schon mal gesagt. Und ja, kannst du eigentlich finden, dazu sagen? Ja, was ich vorhin gesagt habe, die Frucht, wo eigentlich jeder kennt, womit man es ein bisschen vergleichen kann, ist Birne. Also ich habe vorhin gesagt, so ein leichter Birne-Touch ist dabei. So ein leichter Birne-Touch, also das ist, glaube ich, die gängigste Frucht, kennt jeder und jeder. Die Birne schmeckt, so einen leichten, süßen Touch hat es auf jeden Fall. Ich kann mich da nur an Andi anschließen, es schmeckt einfach mega geil. Man merkt ganz leicht, dass man etwas Stärkeres raucht, als dass es Cappuccino ist. Aber so vom Geschmack her, das drückt nicht, das kratzt nicht, lässt sich sehr entspannt rauchen. Und ich muss echt sagen, ich habe den voll jetzt erstmal dran gezogen, ist so geil. Das schmeckt wirklich richtig, richtig süß nach so einer Kaktusfeige und also leicht, ich werde auf jeden Fall leicht, ganz ja, leicht her. Ganz, aber ganz ich werde mir auf jeden Fall safe definitiv auch mal 100 Gramm mindestens gönnen, weil der ist echt also verdammt. Der ist echt gut, ja. Also Element Tabak, vor allem die Russen, die haben jetzt sowieso zurzeit echt einen absoluten Oberbatscher in meinem Sicht. Egal ob es jetzt halt hier die New Pfeife ist oder ob es egal der Japoner 2.0 ist, der Köpfe, Kohlezange, das habe ich ja schon mal gesagt. Die machen einfach nur geilen Stuff und die werden, also meines Erachtens wird Russland, vielleicht noch Deutschland extrem überrollen. Hoffentlich. Egal ob es Pfeife, egal ob es Zubehör ist, das ist echt extrem, was die machen. Das sieht man einfach nochmal richtig, dass sie das Zeug echt mit Liebe machen und auch nicht extrem viel rausballern. Das sieht man auch an der OVP mit 100 Gramm jetzt. Dass sie lieber ein bisschen an den Höhenpreis machen, das wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass sie wahrscheinlich auch nicht so extrem viel produzieren wie jetzt halt normale gängige deutschen Hersteller, sagen wir jetzt einfach mal so. Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Like da und einen Abonnenten würde ich mich absolut freuen. 800 Abonnenten sind jetzt mittlerweile nicht mehr so weit entfernt und die Messe in Frankfurt ist ja auch, weil da sind wir auch alle am Start, also kommt alle ins Mode. Checkt aber auch nochmal unser Video auf unserem Kanal ab. Ne? Genau! Wir haben nämlich parallel noch eins auf unserem Kanal abgedreht, ne? Wer uns noch nicht kennt. Ja, stimmt, ja, die sind noch ziemlich unbekannt, also könnt ihr sie ruhig abonnieren. Ja, genau. Folgt mir auf Instagram. Jetzt müsst ihr Schluss abzahlen. Ich schwitze mir zu Tode gerade. Das ist echt der Wahnsinn. Und es ist einfach auch echt mega nice, dass ich jetzt mit Marco hier sein durfte, weil die Leute sind einfach genauso sympathisch wie in den Videos. Ich liebe die Leute einfach. Ich kann euch alle heiraten durch die Bank durch. Das ist echt so. Ich feiere euch extrem. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, lassen den Abend noch schön ausklingen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Peace. Also jetzt gibt's Rudelbumsen, oder?